Hi Nina, du bist im Café Giesing in der Werkstraße 5 groß geworden als, du sagst, Gastrokind. Für Menschen, die es jetzt nicht kennen oder den Ort nicht mitbekommen haben, was war das Café Giesing für dich? Café Giesing für mich war der Ort, wo ich groß geworden bin. Wir sind da hingezogen über den Laden in die Wohnung darüber, wie ich 2 war. Das heißt, anders kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und das Café Giesing war halt Kneipe, Lokal, eine Bar, einer ewig langen mit Essen und vor allem halt mit Live-Musik. Und wie lange gab es das Café Giesing in der Bergstraße? Also es gab es davor schon, da waren es andere Inhaber. Meine Eltern oder mein Vater primär hat das übernommen, 1996 ungefähr. Und davor muss es eine bestimmte Anzahl von Jahren die Maria Meier gehabt haben. Und davor ist es aufgemacht worden vom Konstantin Wecker. Und die Maria Meier, wer war das oder? Die Maria Meier habe ich auch noch viel kennengelernt. Die hat nämlich gegenüber von uns gewohnt, im selben Haus und war dann auch mit meinen Eltern lange befreundet. Und die hat den Laden eben übernommen. Die hat auch ganz viele andere Kneipen oder mindestens eine, von der immer gesprochen wird, gehabt und auch da immer schon mit Live-Musik. Genau, und das war so eine Buchhalterin vom Herrn, die hat das ganze Büro gemanagt, auch noch mit meinem Vater zusammen. Und mein Vater war eher der Barkeeper, der halt geschaut hat, dass wir gute Cocktails haben und dass der Bareinkauf passt. Also sie ist dann quasi mit drin geblieben und hat euch da unterstützt. Genau, die ersten Jahre, ich weiß gar nicht, wann sie aufgehört hat. Ich würde sagen, da war ich noch in der Grundschule irgendwie 8, 9 sowas, wo sie dann komplett rausgegangen ist, quasi in die wohlverdiente Rente irgendwann auch. Also volles Urgestein. Richtiges Gastro-Urgestein. Und das Booking, also das war ja wie so eine Kultszene, Kneipe, das hat dein Papa dann übernommen, oder? Also so wie ich mich erinnern kann, schon. Aber das kriegst du als Kind gar nicht so mit. Das läuft halt einfach. Das ist einfach so. Das hinterfragst du auch nicht groß. Da sind dann immer wieder Musiker. Es gibt verschiedene Bands oder Einzelkünstler, die halt da auftreten, die ihr Ding machen. Von Solo-Pianisten bis hin zu einer Ärzte-Big Band. Das war, glaube ich, das Größte, was wir gegen Ende mal da hatten. Hast du alles drin? Teilweise kommen die auf dich zu, teilweise werden die von meinem, oder wurden von meinem Vater angefragt. Genau, ganz unterschiedliche Wege. Und teilweise ist es einfach wie so ein fest installiertes Musikerteam, kann man fast sagen, das halt immer mal wieder da spielt. Genau. Und so vom Genre her. Also mein Vater ist passionierter Jazz-Fan, das heißt, alles mit Jazz lief auch über die normale Anlage rauf und runter. Also wenn wir mal keine Live-Musik hatten, kam ja durchaus auch vor, dann war es immer Jazz. Das hat er auch immer alles selber, die ganzen Playlists, Oldschool in den 90ern und frühen Nullerjahren, auf Minidiscs überspielt, stundenlang zu Hause. Da lief dann immer die Musik durch die Wohnung. Und so von der Live-Musik her war es ein bisschen offener, aber schon auch viel Jazz, viel so Singer, Songwriter, Cover, Bands, sowas. Es war relativ offen. Also was man sagen kann, ist, es war jetzt eher kein Rock und kein Hip-Hop. Das kann ich, glaube ich, guten Gewissens behaupten, dass das eher nicht so also die Musik meines Vaters war. Und lief das eher mit Hut oder habt ihr auch Eintritt verlangt? Eintritt haben wir nie verlangt, einen Hut gab es aber auch nicht. Die haben, soweit ich weiß, haben die immer eine Gage bekommen und Getränke sind, glaube ich, auch aufs Haus gegangen. Lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster.
Und sind gab es auch KünstlerInnen aus Giesing? Später dann, also es gab ja später nochmal einen zweiten Standort, da hat sich das alles ein bisschen geändert auch, aber am ersten Standort weiß ich gar nicht, wo die alle herkommen kamen. Also ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr an alle Künstler, es waren ja auch echt viele. Wie gesagt, ich habe das nicht hinterfragt. Und wie war das als Kind für dich, zwischen so viel Musik, Musikern aufzuwachsen? Schon cool. Also, ich habe das auch nicht so mitbekommen. Ich war schon viel im Laden, aber wir haben ja oben drüber gewohnt. Also, was ich viel mitbekommen habe, ist halt die Musik, die dann so vom Lokal nach oben dringt, weil mein Zimmer war halt direkt über der Bühne sozusagen. Das war auch so ein bisschen der Plan, dass quasi die Wohnungen, die direkt über dem Lokal sind, von uns oder von Mitarbeitern abgedeckt sind, dass sich keiner über die laute Musik beschweren kann. Genau, ich habe eher so den Betrieb vor der Live-Musik mitbekommen, weil die Musik kam ja dann häufig erst so um 7, 8 rum. Wobei, wie ich dann Teenager war, war das schon manchmal so, boah, du gehst ja zu deinen Freunden und sagst, hey, da spielen die und die, können wir bei uns in die Kneipe gehen und können uns an die Bar setzen. Und dann fühlst du dich natürlich super cool, wenn du da mit 14, 15, mit drei Mädels an der Bar sitzt und dann einen alkoholfreien Cocktail schlürfst. Das ist schon lässig. Ja. Also war es im Endeffekt Familienbetrieb und also familiäre Atmosphäre im Haus, weil ja alle Angestellten da auch oder viele da gewohnt haben. Also viele haben. Also nicht alle, viele haben in Giesing generell gewohnt oder in der Nähe. Und gerade so die, die wirklich festangestellt waren, die sind teilweise ewig lang da gewesen. Und klar, wie in jedem Gastrobetrieb hast du halt viele Aushilfen, die aber auch teilweise über Jahre geblieben sind. Und das ist halt so, dass da kommst du oder bin ich halt immer mit ins Gespräch gekommen, weil ich hatte jetzt nie so dieses, darfst dich da nicht aufhalten oder darfst mit denen nicht sprechen. Das war immer sehr, sehr offen, auch von meinen Eltern gehalten. Ich habe dann schon, wenn die halt irgendwas, wenn meine Eltern irgendwas gemacht haben, gearbeitet haben, vorbereitet, einkaufen, habe ich halt teilweise auch mal mit den Bedienungen gequatscht, wenn nichts los war. Und da gab es schon die ein oder andere, die sind wirklich über sehr, sehr viele Jahre da geblieben. Erinnerst du dich da noch an jemand Bestimmten? Also wir hatten echt. Wir hatten viele, ich erinnere mich auch an viele. Wir hatten zwei Bedienungen. Die werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Das waren die Margie und die Lilly. Die waren ewig da. Die Margie hatte so ganz lange, braune, lockige Haare. Und die Lilly hatte, wie ich Kind war, so blonde Kur Locken, so bis da. Genau. Die waren ewig da. Und ich weiß gar nicht, ob es die beiden waren, aber es muss mal einen Moment gegeben haben. Da muss ich auch ungefähr so Kindergartenalter gehabt haben, wo sie hingegangen sind und gesagt haben, ah, ihr werdet hier zum Arbeiten bezahlt und nicht zum Ratschen, also so richtig vorlaut. Hat auf jeden Fall auch im Nachhinein immer für Lacher gesorgt. Und gab es da wie die beiden jemand, der dir auch was beigebracht hat oder dich irgendwie geprägt hat in irgendeiner Form? Ich glaube, du nimmst von jedem was mit. Also das sind ja Menschen, die dich auch also in dem Alter eine lange Zeit begleiten oder die du regelmäßig siehst, mit denen du sprichst, wo du von echt fast jedem irgendwie so ein bisschen was mitnimmst. Und das ist jetzt nicht so eine konkrete Eigenschaft, wo ich sagen kann, boah, das habe ich da gelernt oder das habe ich von der, aber das prägt einfach natürlich, weil wie jetzt andere vielleicht eher mit ihren Eltern, mit Kindern in deren Alter, also im Kinderalter unterwegs sind oder so, war ich halt schon auch viel mit Erwachsenen unterwegs. Also, weil da natürlich einfach Erwachsene arbeiten und das nimmst du einfach mit und hast vielleicht andere Gespräche und auf andere, also auf bestimmte Sachen nochmal einen anderen Blickwinkel drauf, weil du natürlich von dem Erwachsenen eine Erwachsenenperspektive mitkriegst und nicht eine Kinderperspektive. Gab es Stammgäste, an die du dich erinnerst? Auf jeden Fall, klar. Also es gab einen, der hat einen Hund gehabt, der ist immer mit dem Hund gekommen, so ein großer Akita war das. Und dann gab es welche, die sind immer zum Billardspielen gekommen. Wir hatten ja immer schon einen Billardtisch, später dann auch mal zwei.
Wir hatten welche, die saßen immer in der Südkurve. Das war so das Stück Bar, das da war, bevor man die Treppe zum Büro hochgegangen ist. Die haben dann meinen Vater immer besucht. Da waren auch ein paar Münchner Musiker dabei, die einfach so regelmäßig gekommen sind. Ich glaube, die hatten sogar einen festen Tag. Ich glaube, immer donnerstags gekommen. Donnerstag, Mittwoch, keine Ahnung. Aber regelmäßig halt. Ja, und dann hatten wir noch einen Comiczeichner, der immer kam. Der hat auch die ganzen Bilder gemacht, die wir in den Speisekarten hatten. Wir hatten da immer so kleine Comics drin. Das eine war zum Beispiel so ein Höhlenmensch, der Fast Food jagt. Also, ja, zum Thema Burger. Genau, gab es ganz viele verschiedene, mit denen ich mich dann auch immer regelmäßig unterhalten habe. Also gerade so die, die alleine gekommen sind, die da mal draußen saßen, habe ich da mal hingeschaut. Hallo gesagt. Ja. Also für viele auch so ein, ja, wie sagt man, wichtiger Ort, irgendwie, wo sie ihre Routine hatten, dass sie vorbeischauen und ja. Definitiv. Also ich würde schon sagen, dass manche auch täglich gekommen sind. Ich habe natürlich nicht alle mitbekommen. Ich meine, ich war jetzt nicht jeden Tag, wahrscheinlich schon. aber ich war ja immer auch anders da, aber es gab definitiv auch welche, die täglich gekommen sind. Und so zu dem Gastro-Kind, du konntest ja natürlich auch mehr alleine in der Wohnung sein, weil sie ja gleich unten waren, oder? Und dann, oder wie lief das so ab? Also wie ich wirklich Kind war, so Kindergarten, Grundschule, war ich jetzt nicht so viel allein, vor allem nicht unter der Woche. Da habe ich halt, also klar, da bist du halt nachmittags mal runter. Es war jetzt auch nicht so dieses standardisierte Familienleben. Also Abendessen war in der Regel meine Mama und ich und mein Papa war unten. Er hat eben, weiß ich nicht, ab 4, 5 hat er angefangen zu arbeiten und halt dann hinter der Bar. Und dann gab es halt irgendwie am Wochenende, oder es gab jetzt einzelne Male, wo wir halt zusammen als Familie gegessen haben. Ganz klar war zum Beispiel Weihnachten. Wir hatten Weihnachten eigentlich auch immer offen. Und dann haben wir Weihnachten halt zusammen zu Hause Abend gegessen, dann gab es Bescherung und dann ist mein Vater runtergegangen und wie ich dann ein bisschen größer war, sind meine Mama und ich auch ab und zu Weihnachten noch runtergegangen, haben halt dann quasi da noch ein bisschen an der Bar gesessen, also auch nicht so ganz typisch. Und dann war ich tatsächlich eigentlich als Kind immer zwischen Weihnachten bis Neujahr bei meinen Großeltern, weil wir auch offen hatten. Ferien war ich häufig auch so, eben nicht zu Hause. Und Silvester haben meine Eltern auch immer gearbeitet. Und das ist so ein bisschen, Familienurlaube haben wir auch nicht so groß gemacht, weil meine Eltern ja auch immer den Laden hatten und dann musstest du dich drum kümmern, dass irgendjemand halt alternativ da ist. War jetzt aber auch nicht schlimm. Ich war halt dann mit meinen Großeltern im Familienurlaub sozusagen. Oder meine Eltern haben uns dann da mal besucht und sind danach gekommen für 1, 2 Wochen. Aber halt ein bisschen anders. Und dann, wie ich so Richtung, ja, 10, 11, so der Wechsel Grundschule, Realschule, da war ich dann abends schon öfter mal allein zu Hause, beziehungsweise hat meine Mama mich dann noch ins Bett gebracht und ist halt dann runtergegangen, wenn ich geschlafen habe. Ich habe aber auch immer die Nummer gewusst. Also früher hast du ja die Telefonnummer noch auswendig gewusst und dann habe ich auch öfter mal unten angerufen, ja, kann ich bitte meine Mama haben? weil es geht ja nicht automatisch meine Mama ans Telefon. Und ja, so halt. Und dann später hat meine Mama nicht mehr nur bedient, sondern auch in der Küche gearbeitet. Und da war das dann häufig auch so, dass ich dann auch mal angerufen habe, ja, Mama, ich hätte gern zum Abendessen dieses und jenes, kann ich mir das holen? Dann bin ich halt runter in die Küche gegangen, weil ich es fertig war, habe mir das Essen dann mit nach oben genommen und habe dann zu Hause eben das Essen aus der Kneipe gegessen. Genau, oder ich habe mich unten an die Bar gesetzt, je nachdem, wie so meine Stimmung war. Genau. Eigentlich ganz witzig. Und klar, ich weiß nicht, wie viele Angestellte ich damit zur Weißglut getrieben habe, aber ich bin halt so als
Kind auch immer hinter der Bar und durch die Küche durch. Also das war so unser Eingangsbereich quasi, weil die Haustür vom Wohnhaus war direkt neben der Kücheneingangstür. Und die Küche hatte eine Klingel. Das heißt, standardmäßig, entweder stand die Tür offen oder was hat geklingelt, bin ich dann hinten in die Küche rein und durch die Küche, also Eingang, Lagerraum, Küche, hinter der Bar rum, dann ins Büro oder auch mal vorne und bin da halt immer rumgewuselt. Wie spaßig das halt ist, wenn du arbeitest und da so ein Kind von, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Jahren deinen Weg räumt.